Und zwar, ihr Lieben, ich danke euch vielmals für eure Geduld. Heute hat alles ein bisschen länger gedauert. Manchmal ist es ja so, dass eine kleine Variable eintritt, aber umso schöner ist es ja dann, wenn das Essen losgeht. Und zwar, wir werden jetzt eine kleine Andacht machen und danach beginnt das Essen. Und ich möchte gerne im Vorfeld noch mal kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir vielmals, dass wir jetzt hier zusammengekommen sind, trotz aller, ja, praktisch Variablen, die heute eingetreten sind. Ich bitte dich jetzt einfach darum, sende uns deinen Heiligen Geist runter und steh uns am heutigen Tag bei. Steh uns bei der Andacht bei, steh uns gleich beim Essen bei und sei einfach unser Gast. Amen. Ja, weil wir heute zu spät gekommen sind, vielleicht kennt ihr das ja, oftmals warten und warten wir und dadurch sind wir dann vielleicht enttäuscht. Und wenn wir enttäuscht sind, fühlen wir uns manchmal vielleicht so ja auch etwas, wie könnte man jetzt sagen, traurig. Und wir brauchen halt einen Trost. Deshalb eine Frage an euch. Wer ist denn ein guter Tröster in der Not? Fällt euch da jemand ein? Hat dort jemand von euch eine Idee? Wenn es einem schlecht geht, an wen man sich wenden kann? Ich würde euch dort gern mal als Antwort etwas aus der Bibel vorlesen. Und zwar in der Bibel steht Folgendes, und zwar im 2. Korinther. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Ach, das ist doch mal eine schöne Sache. Also das heißt, Menschen, also jeder von uns, der halt im Herzen gebrochen ist und Schwierigkeiten erleidet, er kann halt von Gott Trost erfahren, damit er wieder aufgebaut wird, um auch anderen Menschen Trost zu schenken. Ich selbst kenne das auch und jeder von euch kann das halt auch erleben, wenn er halt Lust hat. Und zwar, wie kann man das erleben? Und was ist die Zusammenfassung davon? Das ist die sogenannte Heilsbotschaft oder das Evangelium. Kennt das einer von euch, die frohe Botschaft? Dann würde ich noch mal kurz zusammenfassen. Und zwar ist hier in dieser Klarsichtfolie ein kleiner Aufkleber drin, der diese frohe Botschaft oder auch die Heilsbotschaft mit vier einfachen Symbolen zusammenfasst. Und zwar ein Herz, ein Durchzeichen, ein Kreuz und ein Fragezeichen. Das Herz steht dafür, dass Gott den Menschen liebt, aber das Problem ist halt, dafür steht das Durchzeichen, dass sich der Mensch von Gott entfernt hat. Aber weil Gott den Menschen liebt, hat er halt einen Plan entwickelt, wie der Mensch wieder in die Heilung und Verbindung mit Gott kommen kann. Und dafür steht das Kreuz, das dritte Symbol auf diesem Aufkleber. Und Gott hat folgenden Plan entwickelt. Er ist in Fleisch gefahren, wir kannten ihn als Jesus Christus, und er hat all unsere Sünden, die uns von Gott trennen, ans Kreuz getragen. Und jeder, dafür steht das Fragezeichen, der sich am Ende des Tages für Jesus Christus entscheidet, kann halt Vergebung der Sünden erfahren und damit in die Heilung und Verbindung mit Gott kommen. Ja, die Folge ist halt, man lädt halt die Heilung und Errettung in sein Leben ein und es kann dann halt einfach ein angenehmer Wandel im Leben stattfinden. Es wird nicht unbedingt alles einfacher, aber halt erträglicher. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr nachher rankommen, dann erklären wir euch mehr dazu. Auch geben wir nachher hier Bibeln aus und ihr seid recht herzlich dann eingeladen, euch eine Bibel mitzunehmen. Lasst euch das Ganze in Ruhe durch den Kopf gehen. Aber bevor es jetzt mit dem Essen losgeht, würde ich euch gern noch auf zwei Sachen aufmerksam machen. Normalerweise gebe ich halt Flyer aus, aber na gut, ein paar habe ich ja noch, aber nicht mehr allzu viele. Ich möchte euch gern darauf aufmerksam machen, dass einmal hier im Monat, immer am ersten Sonntag im Monat, Gottesdienst stattfindet. Und zwar das nächste Mal am 6. August. Bis dieser Sonntag. Und jeder von euch ist herzlich eingeladen. An diesem Sonntag, den 6. August, geht es um 14 Uhr los, hier auf dem Platz. Und ihr seid recht herzlich eingeladen. Ja, versucht dran zu denken, es gibt doch was Schönes zu essen. Kommt einfach ran. Ich freue mich, das eine oder andere Gesicht wiederzusehen. Ansonsten möchte ich euch noch auf was anderes aufmerksam machen und da habe ich halt noch ein paar Flyer da. Und zwar immer am dritten Sonntag im Monat findet das sogenannte Gemeinschaftsessen statt. Und jeder von euch ist recht herzlich eingeladen. Da habe ich auch noch ein paar Flyerchen da und möchte einer von euch ein Flyerchen haben zum Gemeinschaftsessen. Okay, bitte. So, letzter Flyer, ich habe bei mir.
Ja, zum Abschluss möchte ich jetzt nochmal beten. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt einfach da, ja, sei einfach jetzt unser Gast, komm runter mit deinem Heiligen Geist, segne das Essen, segne den Austausch, sorg dafür, dass heute kein Streit hier herrscht, dass wir einfach entspannt und gut drauf sind. Steh uns bei einfach heute und ja, mach, dass die Augen und Herzen auf dich gerichtet sind. Amen. Nur ein Tor strebt nach dem schnöden Mammon. Strebe nach dem Weg, der Wahrheit und dem Leben. Die Wahrheit wird dich freimachen. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de.